Meine Damen und Herren, das ist Gnagnappy und herzlich willkommen zum nächsten Minecraft-Bug-Video, das ich jetzt einblenden werde. Singleplayer, Buggy. Es geht heute um Pfeile und um Boote und um Portale und um Zäune. Es ist allerdings eher eine kleine Sache, die ich jetzt vorhabe. Oh mein Gott. Minecraft ist extrem laut. Sehr schön. Nee, auf jeden Fall hier das Boot, darum geht es dann später. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber, holen unseren Bogen raus und hier gibt es eine kleine Sache, die ich lustig finde. Und zwar kann man, wenn man Pfeile auf solche Fences schießt, sieht man, dass der Block selbst eigentlich einem ganz normalen Block entspricht, da er hier sozusagen, also da die Pfeile eigentlich in der Luft stecken. Das ist so ein kleiner Grafikglitch, sage ich jetzt mal, der mir ganz gut gefällt. Ähnliches passiert auch, oder beziehungsweise ähnlich unrealistisch sieht das Ganze auch bei Portalen aus. Schade, dass es jetzt gerade nicht funktioniert. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, genau, also man kann nämlich Pfeile in, oh mein Gott, in Portale selbst reinschießen und die bleiben stecken. Ja, also das ist natürlich auch noch relativ lustig. Wäre lustig, wenn sie sozusagen reingewarpt werden würden. Und jetzt kommt eine Sache, die ist wirklich testweise. Ich weiß nicht, ob die funktionieren wird. Und zwar, wenn man in ein Boot steigt, das in einem Portal steht, dann überspringt Minecraft angeblich die sicheres Terrain-Suchen Sache, wenn man die Nether entert. Und man kommt dann irgendwo unterm Boden raus und deswegen werde ich jetzt auch mal auf die Hacke wechseln und reinsteigen ins Boot und mich wegwarpen lassen. Building Terra. Jetzt schaue ich mal, ob die das überspringen. Also ich weiß auch nicht, ob das überhaupt angezeigt wird, aber angeblich ist es so. Das heißt, es ist für mich jetzt auch sozusagen spannend, was jetzt passieren wird. Oder ob mir jetzt einfach Minecraft abkackt. Das kann nämlich auch sein. Oh mein Gott. Passiert nichts. Ungut. Und das ist mir abgekackt. Bravourös. Ja. Das kann man mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch so eine neue Sache des Updates, weil ich habe jetzt Update 1.4.-01 drauf. Dementsprechend weiß ich nicht so genau, was da passiert. Oder ob das ganz normal ist, dass da Minecraft rumspackt. Auf jeden Fall, das waren jetzt bloß gute 3 Minuten. Sorry, dass ich nicht zu mehr gekommen bin. Das nächste Mal ein bisschen mehr oder beziehungsweise ein bisschen interessanteres Zeug, weil das war jetzt eher uninteressant. Entschuldigung. Schönen Tag noch.